So. So. Nein. Designation Downward Stairway. Da reicht. So. So. Eins runter. Upward Stairway. So. So. Ups. Jetzt habe ich daraus aus Versehen ein Upward gemacht. Du sollst aber ein Downward sein. Jo. Upward Stairway. So. Und hier noch. So. Das könnte sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, da meine Miner ja eh machen, was sie wollen. So, du kannst schon mal Food. Diese Seeds nicht mehr annehmen. So, da werden die auch schon mal wegtransportiert. Okay, du schlachtest weiter die Tiere. Ich hoffe, bei dem Butcher Shop, da sammelt sich nicht das Essen. Nein, mit Tee gucke ich da rein. Und ja, Sweet Bread war, glaube ich, die Milz oder sowas in der Richtung. Leber haben wir hier. Herz, Lungen haben wir natürlich zwei, genauso wie Augen. Das Hirn gibt es nur einmal, Kidneys gibt es zweimal, ja. Gibt wenigstens ein bisschen Fleisch. Und ich glaube, ich suspende das hier mal und sage über den Manager Rockpot 30 Stück. So. Sobald der Leader das dann unterzeichnet hat, dürften ein paar Rockpots gefertigt werden. Das ist dann ein bisschen besser, als wenn ich jetzt hier weitere Fässer mache. Und ja, hier wird schön ausgehoben. Hatte ich eigentlich gehofft. Ich nehme dem wirklich gleich die Hauler-Befehle weg. Aber wenigstens wird mein Butcher gelehrt. Und du bist wieder suspended, hä? So, jetzt bist du nicht mehr suspended. Sehr schön, es werden Rockpots gemacht. Von wem? Wahrscheinlich wieder mal von meinem Mason, genau. Warum auch nicht? Jawohl, der erste Rockpot und der wird schon mit Fleisch gefüllt. Mit was beschäftigst du dich da? Mit einer Spinne? Okay. Neue Steine. Aber das ist okay. Was auch immer du mit dem Rockpot vorhast, du stellst ihn einfach dahin. Okay. Sind die Seeds wirklich da drin? Chestnut Barrel, Seed Barrel. Okay. Seed Barrel. Seed Barrel und noch ein Seed Barrel. Okay, okay.
Ja, meine Miner sind zurzeit ein bisschen schwach auf den Knochen. Was ich aber mal machen könnte, fällt mir gerade so ein. Kuh. Betten. 10 Stück bitte. Vielleicht sind sie nicht mehr ganz so grantig, wenn sie nicht mehr auf dem Steinboden schlafen müssen. Vielleicht sind sie dann etwas. Naja. Etwas produktiver so. Und ich habe wieder Saatonyx gefunden. Und ja, ich habe gerade gedacht, ich baue mal die Betten hier direkt neben das Ding hier. Was sagt das Ding hier? Das ist leer. Das heißt, wir müssten jetzt in den Stocks ein bisschen Leather haben, oder? Das fällt unter Tent Heights. Ja, zwei Lackleder. Jackleder. So. Meine Güte. So schwer ist das doch nicht. Die Betten werden recht schnell gemacht, wenn ich das so sehe. Ja, na, du hast auch dein Holz direkt vor der Nase. Und du hast auch nichts anderes zu tun. Okay, die Betten kommen mal hier hin. Auch wenn es gerade ein bisschen unsymmetrisch aussieht, so. Platziert mir mal bitte ein paar Betten, dass die Leute was zu schlafen haben. Ja, so ist gut. So, in Betten schlafen ist gleich viel bequemer, das stimmt. Was habe ich hier alles in den Kisten? Weapon Bin. Achso, Kupferzeug. Die meisten Kisten sind, glaube ich, leer. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, die Rockpots werden langsam mal fertig. Wilde Truthähne. Das finde ich toll. Ich glaube, ich mache wirklich irgendwann einen Trapper, also einen, der mir kleine Tiere fängt. Und ja, wir haben die ersten toten Sachen. Jetzt muss das Jagdkalb ohne seine Eltern eine Weile leben, bis es erwachsen ist, nächstes Jahr wahrscheinlich. Und dann kommt es auch auf die Speisekarte. Mann, bin ich freundlich. Aber es muss leider sein. Was schwimmt hier? Wahrscheinlich ein Lungen. Ein Clownsfisch. Okay. Cool. Sehr cool. Okay, wir haben, so wie es aussieht, genug Pots. Wir haben aber keine Plants mehr zum Verbrauen. Okay. Mein Koch ist aber gerade wenigstens damit beschäftigt, das Fleisch zu kochen. Zu stew. Ein paar Wokpots haben wir ja jetzt. Ja. Was sagte die Liste? Ja, die Pots
Pots werden wir gerade irgendwie schneller los als die Blocks. Neuer Plan. Mason. Profession. Labor. Crafting. Kriegst du mal eine Weile pausiert. So. Das heißt, du übernimmst jetzt die Aufgabe. Genau, es macht der andere, nämlich die Pots, und du kannst die Blocks machen. Gerechte Arbeitsteilung. Wie sieht's hier oben aus? Hey, das erste Farmfeld ist bald fertig. Sehr schön. Würde er an der richtigen Stelle weitermachen. Ah, man muss nur mal meckern, dann macht er auch schon was. Sein Kollege kommt auch gleich, wie es aussieht. Jo. Sehr gut, dann... gebe ich schon mal hier Designation. Remove upstairs ramps. Und removed mir die mal bitte. So. Ihr müsstet da ja auch so rauskommen. Ja, das Removen geht zum Glück recht schnell. Weil wir haben da ja eine Treppe hingebaut. So schlau waren wir ja. So. Sehr schön. Also du bist gerade sehr fleißig, was ich toll finde. Und du holst da den letzten Stein raus. Sehr schön. Okay, jetzt geht es richtig zur Sache mit Zonen. So. 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 Escape. Zonen bitte. Gut. So. Und so. Ihr seid alles Pitpond, 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 so. Und ihr seid alles Pods, so. PF, 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 so, und du da oben auch noch so. Jetzt füllen die mir das, bis da das Wasserlevel gleichmäßig auf 1 ist. Das könnte schneller gehen, als man denkt, weil sie schon alle losrennen mit Eimern, so wie es aussieht. Ja, irgendwo holen sie Wasser, genau. Ich habe 10 Eimer, also kann ich mir 10 Pots erlauben. Ah, schon wieder Krähen, oder Raben, Entschuldigung, Jungs. Krähen sind da doch ein bisschen was anderes als Raben. Und wir haben das neue Jahr. Okay, ziehen wir die Bilanz. Das erste Jahr ist rum. Und wir haben noch keine Farm. Die erste ist zwar gerade in Arbeit. Aber das kann eine Weile dauern. Zumal das Wasser jetzt schon wieder verdunstet.
Ja, das wird ja nicht immer annähernd reichen. Genau, bis da die nämlich da Wasser nachbringen. Ja, aber es klappt schon mal. Wir kriegen schon mal matt das Dings dahin. Ja, doch, es wird langsam mehr.